Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, ich bin's wieder, euer Proxy. Es geht weiter bei FIFA 12 mit Proxys 11. Da könnt ihr es nochmal sehen, wir sind auf Platz 11. Und diesmal will ich gewinnen. Denn wir spielen zwar gegen Manchester, die auf Platz 5 sind, aber ich sag euch, das wird kein Spiel wie die anderen. Wir haben gesehen gegen Barcelona, ich kann es, ich muss mich verdammt nochmal nur zusammenreißen. Und das werden wir jetzt. Wir spielen im Hexenkessel, das heißt, wir spielen zu Hause, wir gucken schnell das Teammanagement an. Pontius hat mir sehr gut gefallen im letzten Spiel, das heißt, er wird jetzt dabei bleiben. Ich guck mal eben an. Albatros kann ich auch mal wieder reinsetzen. Da wird jetzt... Veto-User hat sich mal eine Pause verdient, auch wenn er in den letzten Spielen sehr gut gespielt hat. Aber da sitzt er nur auf der Bank. Singh kann ich auch mit reinsetzen. Der nostalgische Typ wird auf jeden Fall eingewechselt. Und Gamla for Life. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich gute Leistung gebracht, bis auf die kleinen Patzer. Aber das. Wir werden das jetzt hinkriegen. So, also auf geht's. Jones ist verletzt, das ist schon mal was. Aber guck, die haben gegen Inter Mailand 2-2 unentschieden gespielt, gegen Paris sogar verloren. Und gegen Olympique Lyon 1-0 gewonnen. Das heißt, da ist was drin für uns. Sorry, wenn es gerade ein bisschen geknattert hat. Das könnte was werden. So, wir gucken jetzt hier mal, wie Pontius das jetzt macht. Bams! Oh! Volley und daneben gezappelt. Gleich trifft er hoffentlich das Tor von Manchester, von De Gea. Und los geht's. Wir fucken nicht direkt lang und gehen sofort rein. Da sehen wir es. Proxys 11. Wir haben sogar eine positive Tordifferenz. So, direkt mal auf Offensive gestellt. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze hier hinkriegen. So, der Stutziopath ackert der erstmal hinterher. Und dann wird es hier auf einmal schneller. Oh, Benfica geht gegen Real Madrid in Führung. Ihr kennt das ja, ich versuche es immer anzusagen, aber... So, schön gestört davon, keine Ahnung wen. So, der Stutziopath beackert jetzt die Seite. Nein! Ein blöder Pass. Hätte er vielleicht ein bisschen mehr zum Mann spielen müssen und nicht in den Lauf. Aber was soll's. Oh, aber Albatros hat da jetzt den Ball. So, spielt ab auf den Stutziopathen. Der zieht ab und wird da gestört. Und das gibt die erste Ecke. Oh, genau, Beschwerde. Was? Was zum... Warum gibt es keine Ecke? Holy Banane, ey. Das kann ja wohl nicht angehen hier. Hört ihr das? Die rufen Proxys. Glaube ich. Naja, man kann sich halt auch viel einbilden. Ui, das war jetzt doof gelaufen. Die Abwehr ist halt wieder sehr dicht gestaffelt. Freigeist auf Skills, auf Scape. Und jetzt der Sturzipart hat sich freigelaufen. Zieht ab. Oh, böse verzogen. Ich glaube, der junge Mann braucht auch mal eine Pause. Ich glaube, der hat hier was an den Füßen. Aber wir warten jetzt mal ab. Noch ist ja gar nichts passiert. Hier 15 Minuten sind gespielt. Wir haben leichtes Übergewicht. Und so muss das auch sein. Aber jetzt ist Manchester im Vorwärtsgang. Aber Innu eiskalt da. Wie eine Wand dazwischen. So muss das sein. Und Matschbirne da eiskalt. Schönes Abwehrteam. Das hat super tadellos funktioniert. In den Lauf vom Stutziopathen. Der beackert hier die linke Seite wie kein zweiter. Flanke in die Mitte. Oh, was war das? Was war das, liebe Fußballfreunde? Oh mein Gott. Glanzparade von De Gea. Ich weiß nicht, ob man das in der Halbzeit nochmal sehen wird. Aber das war echt 1A. Ich bin ja eigentlich nicht so für den Gegner, aber das war Weltklasse. Pontius mit der Drehung und da ist das Tor in der 24. Spielminute. Was für ein klasse Moment. Ich bin immer noch euphorisch. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das war einfach nur klasse. Boah, Wahnsinn. Zweites Spiel, erstes Tor. Da sieht man nochmal die Drehung. Zwei Abwehrspieler ausgespielt und dann hat selbst De Gea nach dieser Wahnsinnsparade nicht den Hauch einer Chance. Nicht den Hauch, liebe Fußballfreunde.
Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es gleich nochmal sehen, weil es war einfach zu schnell für mich. Aber jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Ah, schön gerettet. Nein! Nein, was war das? Da sage ich noch schön gerettet und dann eiskalt. Ich war noch euphorisch. Und dann passiert's. Oh mein Gott, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Na, da sieht man nicht viel. Außer ja, in der ersten Kameraeinstellung, dass ein Gegner ins Bild fliegt. Ha, das war nichts. Ich muss in der Abwehr besser werden. Das kann ich sagen. Aber ich mache mir jetzt hier gar keinen Kopf. Noch ist hier alles drin. Und wenn wir weiter so klasse spielen, dann haben wir auch eine Chance. So, Albatros jetzt am Ball, aber da wird böse gelegt. Aber richtig böse. So, Park am Ball, aber Samuel behindert ihn. Aber das wird nichts. Ach, was ist denn los, Leute? Packt die Eier in die Hose und ab geht's. Jetzt muss ich mir hier was überlegen, weil so kann das nicht weitergehen. Das kann ja nicht sein, dass hier Mr. Samuel den da so ziehen lässt. So, aufs, geht's aufs Gelb zurück. Und da... Oh, schön erobert nochmal vom Sturzepaten. So, Albatros jetzt am Ball... Ah, aber der hat da den Ball noch sicher. Und De Gea da wieder mit der Parade. So, wir sind hier ganz klar am Drücker. Ihr seht es, aber ich habe in der Abwehr einfach so eine Probleme. So, Sturzepat jetzt am Ball, jetzt Albatros. Wieder Pontius, aber was zum Teufel? Warum wird da nicht einfach wieder in die Mitte zurückgespielt? So, Kandras Place. Also ich bin jetzt sehr, sehr angespannt. Zurück auf Albatros. Ja, auf den Sturzepaten. Oh, Tor wieder aus der Drehung. 44. Spielminute, da ist der Ausgleich vom Sturzepaten. Eigentlich sollte ich leise sein, weil meine Oma unten schläft, weil es ist 2:30 morgens. Ich kam gerade erst von der Arbeit. Aber das muss sein. Wieder alles ausgeglichen, liebe Fußballfreunde. Das ist ein Spiel zweier Weltklasse-Teams, sage ich jetzt einfach mal, weil ihr spielt ja mit, also muss es einfach Weltklasse sein. Böses Foul eigentlich, aber der Schiedsrichter lässt irgendwie vieles laufen. Ja, ja, genau, du Krampe, Alter, das war ein Foul oder was ist das davor nicht? Kopfnuss, ey. So, jetzt erstmal gucken, dass wir den Ball da rauskriegen, wollte ich gerade noch sagen. Und Patrick Evra macht das Tor nach dieser wunderschönen Kopfballverlängerung. Von, ich habe keine Ahnung, wer es war. Besser ist, dass ich es nicht weiß. Wer hat die Nummer 2? Der wird jetzt sofort ausgewechselt. Und da bin auch ich machtlos. So, Pontius jetzt mit dem Turbo-Dribbling. Aber Stürzepaut haut da lieber noch meinen Spieler um. Was war das für eine scheiß Kopfballverlängerung? Und jetzt habe ich eigentlich das verpasst, was ich gucken wollte. Aber naja. So. Jetzt wird dir erstmal geguckt, wer die Nummer 2 hat, ey. Inodo Vogel! Hier, Fischi, zack. So, da stürzt der Part. Geht jetzt raus für Zocking for Fun. Und dann habe ich gesagt, kommt der nostalgische Typ rein. Da geht jetzt für Herrn Freigeist raus. Und dann war es das auch schon wieder mit den Auswechslungen. Also, Inno. So eine Scheiße will ich hier nicht nochmal erleben, Kollege Eisenhower. Wenn, dann kommst du auf Reserve, ey. Das kann ja so nicht angehen. So, wir haben Anstoß. Zocking for Fun läuft sich fest und wird gelegt. Aber das kennen wir ja mittlerweile vom Schiri, dass der da gerne mal laufen lässt. Und Fischi macht sich direkt bemerkbar hier. Schöne Kiste. So, jetzt hier mit schönem Schnellpassspiel durchs Mittelfeld. Oh, schöne Kiste hier. Albatros jetzt am Ball, legt auf für Zocking for Fun. Oh, Wahnsinn. Die Neuen, die machen hier direkt Druck. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ich dachte, dabei war drin. De Gea fälscht ab und kann den so über die Latte lenken. Ein Weltklasse-Keeper, also wirklich. So, dann noch zeigische Typ mit der Flanke. Bams! Volley einfach abgezogen.
So, Dalle. Pontius jetzt am Ball, legt in der Mitte auf für Albatros. Aber die Abwehr, guckt euch das an, ey. Wieder Albatros am Ball. Nein! Und da wird da gelegt. Oh, schöner Einsatz. Aber... Junge, Junge. Oh, verdammt. Ja, da drängt mich ab und der Schiri pfeift nicht. Was ist denn los hier, ey? So, ist Hemiel jetzt als Stürmer tätig? Oh, guckt's euch doch an, ey! Mein Gott, dann das zeigische Typ jetzt hinter Raphael hinterher. Vielleicht wird's ja eine Ecke. Oder da trischt den Ball einfach weg. Oh, das wär's jetzt gewesen. Ja, genau! Ah, kommt schon! Ich komm da nicht an den Ball ran, ey, das ist... Oh, jetzt machen die Schnellpass, oder was? Jawohl, schön erobert. So, Pontius jetzt mit dem Vorwärtsgang. Macht das alleine, er zieht ab. Wahnsinn! Nein! Liebe Fußballfreunde, ich bin kaputt. Ich bin aus dem Häuschen. Oh, verdammter ja, Hickkack, Fickfack, was auch immer, ey. 70. Spielminute. So, wir hauen jetzt hier alles nach vorne. Das ist mir jetzt sowas von Latte. Nein. Boah. Jawohl, Proxy wie ein Tier. So muss das sein. Boah, Leute, ich bin sowas von... Ja, ja, das war eine Ecke jetzt auf jeden Fall. Das da bei den Gegnern nicht, oder wie? Leute, 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 ey. Also ich brauche gleich eine Runde Call of Duty. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht, aber... Ich brauche das jetzt. So, Pontius jetzt am Ball. Da gibt wieder Gas auf der linken Seite. Nein, nein, nein! Oh, und Ecke hat sich schön gegen den Abwehrspieler durchgesetzt. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Da seht ihr es. Wurde arg bedrängt, aber kann den Abschluss noch suchen. So, Dimitar Berbatov für Chicharito. Dann das zeigische Typ wieder Mitte Ecke. Oh, Wahnsinn, wir sind so kurz vor dem Tor. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin sowas von kaputt. Oh, jeder versucht hier das Ding reinzuhämmern. Aber das muss einfach irgendwie gehen. Schon. Leute, macht irgendwas. Drückt die Daumen, auch wenn ihr das erst viel später sehen könnt. Aber... Was? Das gibt's doch gar nicht. Nein, ey. Leute, das ist geballte Action hier. Und jetzt kein Konter kassieren. Steh auf da. Nein! Was macht ihr denn? Oh ja, genau. Bleibt mal stehen, ey. Ja, komm schon, ey. Oh, Proxy glanzt hat er. Letzte Spielminute, ey, Leute. Das ist das Spiel des Jahrhunderts, auch wenn wir verkacken, ey. Ey, das wird mein persönliches Topspiel. Ha, verdammt. Komm, wir müssen hier nochmal irgendwie am Ball. Der nostalgische Typ erobert den. Nein, und da ist der Fehlpass, weil Albatros sich nicht bewegt. So, Albatros hat den Ball jetzt. Stürmt auf De Gea zu. In der Nachspielzeit von Albatros. Liebe Fußballfreunde, dass ich das noch erleben darf. Das ist unglaublich. In der Nachspielzeit schaffen wir tatsächlich das 3:3.
gegen Manchester United. Es sah zwar nicht toll aus, aber es war kämpferisch sowas von sensationell von diesem Team. Ich hab Gänsehaut am ganzen Leib. Das ist nicht mehr sauber. Und jetzt bloß nichts kassieren hier. Hau das Ding da weg. Und da ist der Punkt gegen Manchester United. Glanz. Super Spiel. Glanz hat alles Mögliche. Was weiß ich denn? Das Team feiert sich zurecht. Wir gucken uns jetzt nochmal die Höhepunkte an. Vielleicht sieht man dann nochmal das ein oder andere, was gerade zu schnell ging. Ich weiß es nicht. Also das Spiel wird in die Annalen der Fußballgeschichte von Proxys 11 at FIFA 12 eingehen. Das kann ich euch versprechen und ich hoffe, ihr werdet das Spiel auch so oft wie möglich angucken, weil es einfach nur leidenschaftlich moderiert wurde. Spannend bis zur letzten Sekunde, wie ihr gesehen habt, mit dem Ausgleich von Albatros. Ihr seht die Torschützen. Ich weiß nicht, muss ich jetzt einen Knopf drücken? Ja. Da die erste Chance, ich glaube, es war sogar direkt ein Tor. Da sieht man das erste Tor erst gar nicht. Jetzt vom Sturzepaten mit der Trium in die lange Ecke. Da sieht man nochmal die Fehltat von Inuhanyu kurz vor der Pause. Und da habe ich keine Schnitte. Albatros nochmal aufs Tor anstürmen. Und das war der Punkt zum Unentschieden. Ja, man sieht nicht viele Sachen, leider, weil das Spiel hatte sehr viel geilere Momente. Aber Leute, ihr könnt es ja selbst angucken, indem ihr das Spiel einfach anseht, einfach nochmal nach vorne geht, weil es so klasse war. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ihr seht es, Albatros hat es geschafft, er als Spieler des Spiels. Sensation. Wir gucken uns mal eben hier Schüsse aufs Tor an, da sieht man es vielleicht. Kandras Place, ein defensiver Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler. Er hatte 3 Torschüsse, Albatros hatte 4, Zocking for Fun hatte 4. Pontius hat 4 von 4 wirklich aufs Tor gebracht und der Sturzipat auch noch 2 Stück. Und also ich bin immer noch völlig kaputt von der Moderation, Leute. Ah, hier kann man nochmal richtig viele Sachen sehen. Hier Paraden von mir kann man da nochmal sehen. Von De Gea leider nicht anscheinend, nein. Aber was soll's. Wir gehen jetzt hier auf weiter. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Kloppt den Daumen nach oben. Also, ich bin kaputt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin definitiv fertig mit der Welt. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Danach geht's noch ein bisschen ab bei Call of Duty Modern Warfare 3 für die Konsole. Wir sind immer noch auf Platz 11, aber das stört uns in keinster Weise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, weil ich hatte es auch. Bis zum nächsten Mal, euer Proxy.